Stop Recording. Steht das noch mit dem? Weiß der Bauer, dass wir kommen wollen? Ich habe noch keine Adresse gestern bekommen. Das ist das Ding. Also das ist jetzt unsinnig jetzt da. Gerade schon, ja. Erstmal Frühstück und so weiter. Mein Gott. Grüß dich hier. Hey. Hallo. Lucy. Ja. Morgen, Sarah, hat der Bauer dir die Adresse jetzt langsam geschrieben? Naja, aber der hat mir gestern noch geschrieben, abends in die Kampfschule melden, im Vormittag und Bescheid sagen, wo das ist. Ja, jup. Alles klar. Alles klar, ciao. Also, ich schieb den nicht länger bis 13 Uhr, dann ist er langsam bei mir raus. Bitte schön. Wieso denn? Warum wird der nicht angerufen und wird gesagt, wir wollen jetzt losfahren? Er hat geschrieben, dass er sich dann heute Nachmittag oder Vormittag melden möchte, um uns dann zu sagen, wo der ist. Weiß ich nicht. Der wackelt gerade. Ruf deine Schwester an, sagt er, wir wollten jetzt gleich losfahren. Die soll den informieren, wo wir hinkommen müssen. Kannst du den bitte anrufen und sagen, wir wollten jetzt gleich losfahren, dass er uns bitte die Adresse schicken würde? Wir hätten auch nicht den ganzen Tag Zeit. Hat er jetzt einfach aufgelegt? Ja. Hast du das gehört gerade, was ich gesagt habe? Ja, klar. Schon mal gehört. Gut, alles klar. Ey, so telefoniert man nicht. Ja, das macht sie, aber ich weiß nicht, sie ist schon wieder angepisst. Es ist einfach 2 Stunden zu früh. Da kann man sich alles restlos sparen. Lucy Leiner, Lucy, hey. Lass mich nicht erschrecken, okay? Ich will mal gerade rausgehen. Das erste Find. Oh Gott, ey. Müde, hä? Bist du müde? Ja, aber. Nee? Komm, Max, zieh deine Show ab.
wie wert. Lebst schon. Wie geht's? Auch gut. Warst noch lange wach? Stop recording. Stop Holz haben, dann erleichtert die Sache noch immer sehr. Was ist das, Marek-Holz? Ja, das hatte der Schimmer nicht letztes Mal mit. Babsi, was gibst du dem jetzt? Kannst du mal kurz zeigen? Fliegenpilzsud. Was ist das? Das ist so Fliegenpilz halt. Gekocht, bisschen erwärmen, ziehen lassen. Ne, die Bild nicht. Die Vögel hat gestern wirklich sehr gerne. Du, willst du denn? Ist Strom an unten? Ivan. Ibi Mibi. Ibi Mibi. Wo ist der Ferguson, Ivan? Wo ist der Ferguson, Ivan?
Ronja. Gut. Wo ist die Lulu? Wo ist die Lulu? Ah, da ist er. Lulu? 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 Lucy, nicht piesacken, okay? Nicht so viel piesacken hier, die Leute. Ja, fein, Lucy. Ja, fein, was hast du fein? Ja, was hast du da fein? Oh, super, na feine. Ada, 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 ada. Gut, Lucy. Gut, Lucy. Jetzt wieder hinten anhängen oder? Ja, hier einfach dazwischen. Ja. Okay, gut. Ich glaube, wir müssten dann rückwärts hier reinschieben. Ja, machen wir das.
weiter. Schlimmer Hochkant. Stehst auf zu hoch, denke ich. So. Okay. Dobra. Steht gut. Da ist auch noch ein alter Lappe da. Hä? Ist das von der Mama oder was? Von mir. Da bin ich gestern waschen und habe gesehen, hat hier ein Loch. Da wollte ich gerade überlegen, ob ich das schnell irgendwie lasse oder. Nähen lass. Musst du wissen. Was ist denn das für eine Größe? Sogar noch ein gutes T-Shirt, ey. L. Hat da, hier hat er aber auch eins. Da hat es eins. Wo war es noch? Wo waren noch Löcher? Da hat es eins. Lucy. 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 Gucken, ob sie das gewinnt. Gucken, ob sie diesen Kampf gewinnt. Hallo, Raffi. Ja, der Max hängt aber auch mit dran. Ja, fein. Wer ist der Chef? Ja, fein. Ja, fein. Ja, wer hat das, hä? Ja, wer hat das? Ja, wer hat das da? Na, wer hat das da? Weil du keinen Bock hattest. Lucy, guck mal hier. Du weißt, dass das ein gutes T-Shirt ist, ey. Ja, aber das hatte doch Löcher, hast du gesagt. Zwei Löcher hat das, ey. Ich hätte mal noch können nähen, ey. Kannst du sowas nähen? Aus. Aus. Jetzt eine Alternative bieten dem Hund. Ja. Er kann sie ja auch aussagen. Ne? Aus. Fein. Ja, fein. Guck mal, da freut die sich. Fein, Lucy. Gut. So ist er fein. Ja, so ist er fein. Komm, ich spiele mit dir eine Runde. Komm. Komm her. Komm. Ah. Oh. Ja, zeig mal, wie stark du bist. Ah. Oh. Oh, ja, ja. Ah. Oh. 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 Ja, fein. Du bist ein böser Hund, Boris. Du bist ein böser Hund. Böser Hund. Böser Bursche. Jetzt Schlachti. Schlachti. Schlachti und was waren die auch in Österreich? Gescheißen. Kannst du das auch nehmen oder kann man das? Ich kann mir auch nehmen, wenn ich Schnabel dafür habe. Zum Lernen kann ich die nehmen. Mit den dicken, da die ich jetzt da habe, kann ich das nicht nehmen, weil dann ist der ganze Stoff kaputt. Das heißt, du brauchst jetzt neue Nadeln dafür oder was? Hast du und die krieg ich und gibt keine Nähe, wir haben sowas mit, ja? Wir haben hier. Okay. Ich mache auf der Nadel ein größeres Loch, als das, was ich zunähen will. Okay. Ich frag mal die Monika, die hat ja bestimmt das Dichtung. Das Dichtung. Die hatten wir selbst gebastelt. Die hatten wir selbst gebastelt. Guck mal, hat alle da auseinander gefetzt. An der Stelle da. Schrott. Schiss. Schiss.
total wie eine Quote. Scheiße. Nein. Max, hier wird einem nur noch alles in am Arsch weggeklaut. So. Kommt in die Waschstraße. Boah, die Lasagne gestern, Papa, die war, ich erst mal verstanden hab, was das war. Nee, das war nix. Doch, war mindestens gleichwertig mit einer, würde ich sagen, Lidl abgepackten Lasagne. Also mir fehlt die Bechamelsoße. Es, bei sowas. Natürlich war es keine Lasagne, aber es war Nudelauflauf einfach. War sehr lecker mit dem Hackfleisch. Ja. Ich habe mir noch Curry-Gewürz-Ketchup drüber gemacht, das hat alles abgerundet. Ja, ist klar. Kann ich eine kleine Schüssel sauber. Da war ich. Gibt es das Vivid-Konto eigentlich auch in Slotty? Boah, ey, gute Frage. Good question, I don't know. Da musst du da mal nachfragen, ob das geht. Also was wohl geht. Babsi, da Revolut oder Revolver, wie heißt das dieses Konto? Das kann man auch in Slotty führen, oder? Ja? Die Mama hat ein Slotty-Konto, warum brauchst du eins? Ich bin im Überlegen, meine Bug abzuschaffen, weil alles, was kostet, das geht mir auf den Sack. Und so konnten das im Kostenlosen, das hat vielleicht Vorteil. Ich kann dir nur empfehlen, anstatt abzuschaffen, lieber anzuschaffen. Ja gut, okay, man kann auch 50 Slotty drauf schlagen und hat dann ja Ruhe. Ich frage mich nur, wofür hab ich das, weißt du? Ja, damit du Geschäfte machen kannst in Polen. Ich würd dir raten, behalt das. Das war nicht einfach, an so ein Konto da dran zu kommen. Scheiße, 50 Slotty, ey, dafür hast du ein Slotty-Konto. Richtiges, vollwertiges Konto mit Kreditkarten, allem Pipapo. Du kannst du doch locker, wenn du Geldflüsse hast, umstellen auf höhere Kontoführungsmodelle und sowas. Ja, das läuft eh irgendwann ab, 2027 oder so. Dieses gut und günstig Schülerkonto oder was? Konto für Junge, keine Ahnung. Ah, Konto, ja. Man kann ja 30.000 Slotty im Monat damit abheben, im Endeffekt, aber... Gib mal Messer, Julian, bitte. So Streichmesser wäre schön. Was weiß ich. Frösche. Merci, 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 komm so.
Guck hier. Jetzt ist das, habe ich das, guck mal. Ich kann es jetzt noch verändern, die Bildschirmzeit, wie lange das dauert. Jetzt ist der Bildschirm deaktiviert. Das hast du schon gesehen? Mhm. Was? Das ist in den Grundeinstellungen da drin, da war ich gestern schon drüber. Ah, okay, gut. Hast du noch ein anderes? Hey, komm, bitte. Kein Wespenstich der Zeug. Und die nächsten. Hier? Mhm. Einfach hier rüber gepackt. Worüber? Hier hin, dass ich hier weiterarbeiten kann. Oh, der da hinten noch. Start Record. Start Recording. Eine Frage. Welche Vorteile hat so ein Zelt? Warum bringt uns das jetzt was? Oder wo bringt uns das Mehrwert? In welcher Beziehung? Also gerade in erster Hinsicht ist das ein gesellschaftlicher Raum, der hier dann entsteht, wo man Wärme drin hat, wo vielleicht ein Tisch drin steht, wo man morgens frühstücken kann, auch mal bei schlechtem Wetter oder auch mal Mittag, Abendessen, ein Aufenthaltsraum. Und der Papa macht ja viel auch Massagen da drin. Da ist natürlich jetzt gerade in der Winterzeit ein Ofen auch schön wichtig, dass da ein warmer Raum dann halt auch für die Massagen ist. Wie das jetzt im Endeffekt funktioniert, haben wir noch keine Erfahrung mit dem Zelt. Guck mal, ob es uns abflämst oder ob es im Frühjahr noch steht. Ja, das wäre schön. Bezahlt ist es schon, also wert schade drum. Amazon macht es schon möglich, Leute. Nee, das ist nichts Amazon, ey. Das ist nichts Amazon. Gar nichts. Natürlich haben wir das bei Ihnen gekauft. Nee, Rechnung haben wir keine mehr, ist klar. Nee, das ist nicht von Amazon. Wo kommt das nochmal her? Weiß das noch jemand? Das ist irgendein Privatschirm. Mittelalterzelt oder irgendwas. Das ist eigentlich ein wirklich gutes Zelt. Jetzt halt Ofen drin hatten wir, wie gesagt. Warum eigentlich, Julian? Es ist ein gutes Zelt, ich kann nichts sagen. Es ist bei starkem Wind fällt es dann meistens zusammen, aber sonst. Was heißt meistens einmal ist es zusammengefallen? In Großenheit war es schon ein, zweimal öfter. Einmal ist es in Großenheit und einmal jetzt in Polen. Und in Kolonia, ach in Koschino, wo ist es doch zusammen? An dem Platz, wo der Reinhard. Wenn es und darum geht, andere fertig zu machen, ne? Da bist du die erste Geige, auf jeden Fall. Nein, wir müssen jetzt erstmal gucken, ob das mit dem Ofen funktioniert. Darauf bin ich persönlich gespannt. Das klappt schon. Ob er jetzt schon mal zusammengeklappt ist oder nicht, ist erstmal
Okay. Außen vor. Gut, was ist dabei zu beachten, wenn wir das jetzt aufstellen? Ja, eine möglichst gerade Fläche hier zu haben, das genau. Wäre wichtig. Genau. Ganz genau. Alles so ein bisschen glücklich hier. Tja. Ja. Voilà. Wasser. Ah, kommst du drum rum? Kommst du drum rum? Hat Holz müssen wir auch ein bisschen wegtun. Ist natürlich nicht gerade wenig. Einfach hier auf den Haufen schmeißen. Schön weit weg, damit man wirklich schmiert gleich. Das war ja nix. Das hat er nicht gut gemacht. Das macht er noch einmal neu. Spaß. Mensch, die Sandwich. Healthy Food ist das nicht. Weg damit. Nicht noch einmal. Da, da Scheiße ist das. Scheiße. Hat mir nicht gefallen. Wie sie gerade machen. Ich war da heute mit der Wasserwaage dran und das hat mir hier nicht gepasst. Du, hier wird Deutsch gesprochen. Ich auch nicht verstehen. Ach Gott. Sie hier einräumen noch. Von der aktiv geholt. Okay. Kein Dreck, Julian. Dreck ist nicht zum Verbrennen gut. Gut. Babsi. Ich gerade eine Schippe holen, ey. Hier ja. Ein bisschen wegmachen. Kann auf der Ofen stehen. Ja, aber wenn du jetzt die Zeltplane da drauf legst, ist alles schwarz. Du Trottel. So. Gesundheit. Heringe. Hilfst du mit? Holst die Heringe? Oh scheiße, Mensch, ich verbrenne meine Brote, du, ey. Du sitzt da drin bis am Rache, ey. Boah, Gott. Was? Super, Julian, genauso. Gerade ein bisschen Zeug da weg ist. Und jetzt die schöne Grube in den schön trockenen Wald von oben runter. Einfach da, verteil doch einfach. Wieso wirfst du das da runter, ey? Das hat der Wald auch Pflege.
Okay. Guti. Guti. Du brauchst doch jetzt nicht hier zu übernehmen. Du, die Heringe fehlen. Was Heringe fehlen? Mach nicht, nee, hör auf hier. Okay, dann baut ihr das Zelt. Alles klar, wenn du nicht mithelfen willst, aber nicht zu übernehmen brauchst du hier nicht. Ach je, Babsi, ich werde doch noch rauskriegen. Ich werde bestimmt rauskriegen. Also, hier sind die Nähte. Das hier ist also das Äußere. Das ist das Außenzelt. Ja. Warte mal. So. Okay, das ist die Tür, oder? Are you sure? Aha, nee. Hier ist eine Weide. Hier ist sozusagen so eine. Weißt du? Ah, okay, das ist ein Giebel, ja? Das ist vom Giebel. Okay. Das heißt, wir drehen das jetzt rum, dass die Tür so zur Kutsche so schräg rüber guckt. Okay? Das ist erstmal so jetzt da rumheben sozusagen. So Spannung hochziehen und dann rum. Genau. Chaos, so ungefähr. Würde ich gern probieren. Genau. Okay. Ich muss mal gerade hier. Ich will gerade eine Frontale von dir haben. Okay, ab so kann ich kommen. Ah, du musst das einstellen. Ich will nur gerade den Winkel so ungefähr. Okay, so denke ich mal schon ein bisschen zurück. Kommst du heute wieder mit, Lucy? Okay. Gut. Obststelle. Obststelle. Ich vielleicht auch noch ein bisschen Luft vielleicht rein. Ja, in die Kiste. Nee. Ab, ab. Mensch. Nächstes Mal den Hund da bitte weg. Er war weit genug weg. Ich wollte nur ihr Bescheid sagen, dass sie sich nicht erschreckt. Ja. Ich hab dem Arbeiter gesagt, dass der Kran darüber fährt. Ja, weil du nicht weißt wie. Du musst das hier hoch machen, gescheit. So. So. Bitte.
Ne, ihr bleibt schön bei der Mama. Und beim Max. Bei den anderen Schwiegersöhnen, okay? Was wir auch nicht gefragt haben, wie viel Druck brauchen unsere Reifen hier vom Bulldog, ne? Das wird man aber herausfinden, das ist ja eine Standardgröße von Reifen. Da wird der Robert Ansprechpartner für sein. Den müssen wir sowieso fragen wegen dem ganzen Sonntagssystem sein. Gutachter-Scheiß da. Dann nochmal kurz vorbeikommen, wir hätten ein paar Fragen. Was ist denn jetzt, hey? Das prättlich. Ich habe letztens noch mal geguckt, ob die Ventile überhaupt passen von dem Dach auf die Pumpe hier. Und? Ja. Ich hätte mal noch einen Spezialpunkt im Raum geguckt. Was ist? Ja, wenn du keinen Kompressor hast, ziemlich lange, aber dann ist der Reifen trotzdem voll. Ja, hat er, weil er einen hat. Sind wir hier bei 2 Bar fast? Mach 2,5. Einfach 2,5. Ist gut. Hast du? Dann lass. Wenn du sagst, es ist gut, dann lass. Das hat man jetzt Otra so gemerkt, dass immer hier der die Sonne geklappt. Also sofort weniger. 35 Watt. Wie viel? 35. Ja, es steht immer noch nicht in der Sonne drin. Und der Winkel ist, glaube ich, etwas zu steil. Ja. Stop recording. Ich bin zu einer, der hört. Ussi, Lucy, Schmussi. Julian, mach der Allrad raus. Lucy. Nein. Lucy! Quatsch, Lucy. Ich muss noch laufen. Hä? Hast du ein Handy dabei? Nee, ein Handy nicht. Doch, ich hab ein Handy. Warte mal! Hey, Junge! Lucy? Komm mal hopp. Komm mal her, Lucy. Was bin ich denn? Oh Gott. Lucy, ja, komm mal her. Lucifer. Lucy! Oh, ey, alle heißen. Boris. Geh mal runter. Wenn du so was Verbotenes tust, gibt es Schmerzen. Komm, Lucy. So, fein. Fein. Bleib schön sitz. Okay? Alles klar. Okay. Ja. Hast raus den Allrad. Die ist bei mir. Die sitzt hier.
Hoppala. Jupp, jupp. Schad. Hey, Lucy. Hopp. Lucy, komm hopp. Komm hopp. Hopp. Hopp, Lucy. Hey, Lucy. Hopp. Komm. Lucy, hopp. Komm mal her, Lucy. Ne Bäusche. Hotsch. Hotsch, Lucy. Ne Bäusche. Hotsch, Lucy. Komm, Lucy. Stop. Okay. Recording. Guck mal, Leute, wie schön das hier ist. Wie schön das hier ist. Unglaublich schön. Wunderschön. Stop recording. Stop recording. Stop recording. Okay. Oh. Wo ist die Kleine? Lucy, gut. Geh nicht da hinten zu den Hunden, okay? Bitte. Ich glaube, dass die Lucy keine großen Probleme mit den alten Hunden hätte. Okay. 1, 2, 1, 2,
steht noch drauf. Hm. Okay. Das alte Geige. Hier tropft nicht Grünes. Doch, doch. Doch, doch, Julia. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. 1, 2, 3 und Treffer. So, ist hier bei mir ein bisschen rum, ne? Da bist du zu weit bei dir, hä? Ja, besser? Runter. Hat mal gucken hin. Wie da aussieht. Ne, der muss noch ein bisschen zu mir. Kein Allrad drin ist, der echt langsamer dann auch, oder? Ich eigentlich normalerweise bei Allrad fährt er langsamer. Ich bin noch nie ohne Allrad gefahren. Hatte heute kam er irgendwie auf hier im Berg hoch, hat er Räder durchgedreht kurz. Ja. Komm. Okay. Ja, gut. Jetzt schieb mal gerade bei dir, gut, so. Du bist doch gut, bald gut sein hier. Das kann ich nicht bekommen. Wir deuten mal gerade zusammen hier ein bisschen. 1, 2, 3, uff da. Du musst nicht mal, so vor, uff, da, uff da, uff da. Gut, gut. Guck, jetzt liegt der sauber. Ne? Schön. Okay. Zieh das Schwein ein bisschen vor. Hier rum, hä? Oder? Ne, Kugel. Das ist ja Kugel. Ach Gott, ey. Immer alles so schwer sein musste. Wie haben wir das jetzt letzte Tour gemacht? Hier ist hier so drauf. Hm. Und jetzt hier hochheben, ne? Schwein. 1, 2, 3. Nochmal. 1, 2, 3. Geh ich einfach zu weit in der Mitte. Der Max Magin hat gesagt, so schönes Heu könnten sie gar nicht bei denen in Friesland machen. So grünes Heu, das ging gar nicht. Trocken und wahrscheinlich wird nicht mehr so lang. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber er hat es noch beschrieben. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber der hat geschrieben, ich bin froh, dass so ein Fachmann wie du mir das nochmal sagt. Kannst du hier Ballenbach machen? Ballenbach. So. Du machst halt immer auf, ne? Man wirft da drüber. Jetzt steht er ja nur, wenn ich mal drin bin. Schön, super Wetter. Stop recording. Jeschte, jeschte. Oh, ist gut.
Stop recording. Julian, wo haben wir die her, hier, die Spanngurte? Was sind das für Spanngurte? Die kommen noch von uns zu Hause. Die hatten wir damals gekauft. Die kommen von, ich glaube, von der holländischen Marine. Die können bis zu 5 Tonnen einer, also 10 Tonnen können die jetzt halten hier insgesamt. Und das ist tatsächlich einer der ersten Male auf der Reise, dass wir sie wirklich richtig nutzen. Zum Absichern, als die Kutschen abgestürzt sind. Okay, für so Sachen, aber jetzt zum Abspannen mal oder so. Ist schön, dass man auch mal weiß, nach 8 Jahren nutzt man auch sowas mal ein bisschen mehr. Ja. Okay, was? Okay, das hält. Das hält. Würde das jetzt, also auf dem Auto, die Autobahn dürfte man so nennen, oder? Nein! Nee. Richtige Ladungssicherung sieht anders aus. Zum Beispiel auch nicht so. Was wird das? Ein Schlips? Nun denn. Lucy! Arek, Weg minus 2. Arek, next Rasen, troche Mutz, nächste Brosche. Thanks very much. Lucy! Lucy! Hart! Verdammt! Hart! Hey! Schlecht! Aufstecken! Yep. Oh, heute sitzt man wieder besser. Oh. Willst du vielleicht mal da oben ein bisschen filmen? Lass ihn immer mit so einem hohen Gas hier stehen, Papa, im Bäcker. Ja. Hier läuft, gell? Hat schon eine vorne Objektiv. Papa, ja? Was willst du denn? Lange oder kurz? Einfach so ein bisschen jetzt hier ein, zwei Minuten runterfahren. Gut. Nochmal ein, zwei Mal im Wald, dann ist gut. Wenn wir ankommen, vielleicht nochmal. Okay. Geht da vorne immer einen kleineren Berg runter und da der Hänger hier keine Auflaufbremse hat, muss der Traktor sozusagen das komplette Gewicht vom Hänger auch noch mit aufhalten. Normalerweise klappt es immer ganz gut,
Hoffen wir, dass heute auch wieder gut klappt. Es ist auch relativ steil, kann man sagen. Kommt auf der Kamera, sehe ich gerade gar nicht mal so gut rüber. Aber jetzt sind wir drin. Schon. Doppel. Pani ma sztyton? Sztyton? Nie mam pan, sztyton. Nie ma sztytoniu, proszę pana. Nie ma? Nie ma. I papieros? Papieros. LD są... niebieski? LD nie mamy. Niebieski jest tylko Rotmans, Chesterfield. Zaraz ci pokażę pan. Dziękuję pani. Zaraz ci pokażę. Tylko takie są niebieskie. O. Rotmans i... Chesterfield. Jeszcze taki jest. Winston. Ja spróbuj z Chesterfield. Jeden? Tak, jeden, proszę pani. Mogę pani na kole? Tak. Dziękuję. Pani masz kurczak? Nie. Nie ma? Nie mamy, nie mam, proszę pana. Szkoda. Szkoda, szkoda. Kurczaki gdzieś u gospodarza na polku, na podwórku trzeba łapać. Masz rację. Okej. Okay. Wszystko? Wszystko, pani. 38 zł. Karton? Karton, proszę Boże. Pani. Proszę bardzo. Jeszcze bym wzięła mierza i jajka.
Es geht ab schon. Es geht ab schon. Noch weiter. Warte, die Kuhe. Die Kuhe. Na gut, ja. Ja, wir sehen ja. Kohle. Okay, jetzt noch eine Runde und dann haben wir es geschafft. Kannst du das hier hoch irgendwie? Noch eine Runde. Jetzt noch bis nach Hause und dann sollen wir noch eine Runde gleich holen. Ja, deswegen. Ne? Ja. Stop recording.
Das Ganze müssen dann auch die Pferde nicht mit irgendeiner Kutsche machen. Die Möglichkeit hätten wir ja auch zum Beispiel, dass man jetzt sagt, man hängt den Hänger irgendwo dran an eine Kutsche und fährt dann mit der Kutsche rüber. Ist dann auch noch, sag ich mal, schonend und entlastend für die Pferde. Kannst du sagen, wie viel wir jetzt einsparen? Also wenn wir jetzt mal, ich weiß nicht, was ein Traktor ist, ich schätze mal so 1000 Zloty. Allerdings wird schon drauf hinkommen. Die wird's sparen auf diese Gesamtmasse. Mhm. Okay, 1000 Zloty ist schon was. Und ich meine, wir haben ja jetzt auch die Zeit hier. Wir sind eventuell im Winterlager und dann stört dich auch nicht mal 3-4 Stunden am Tag da hin und her zu gondeln. Dafür einen Tag in der Woche zu investieren. Der Marco Polo schreibt 9. Daniel, du hast von Ausfällen geredet. Magst du dazu was sagen? Welchen Ausfall? Welche Ausfälle? Die Dolly ist gestorben, unsere Leitstute im Frühjahr. Und unser Pferd Ferguson, der ist in Amretur, also in Rente gegangen. Damit der Ferguson auch quasi unser Ziel mit uns gemeinsam erreichen kann und ja, das möglichst auf so gut wie es geht, haben wir halt gemerkt, okay, das ist so einfach. Dankeschön. Ist einfach der Moment da, wo man halt sagt, okay, dann nimmt man halt, dann, auch wenn man, ich fette den Fergie weiter gerne im Zug, aber ich glaube, für ihn ist das einfach besser, wenn er einfach ruhiger machen kann, wenn er ruhiger treten kann. Das ist einfach notwendig. Er hat sich noch verletzt gehabt vor ein paar Wochen und ja, wir müssen einfach ruhiger machen, insgesamt. Und die Maskenlady schreibt, für den kommenden Winter ist es sicherlich auch sehr hilfreich für euch. Man weiß ja nie, wie das Wetter wird. Nimmt sie wieder auf. Ja, so. Und das in der Verbindung noch mit einer Fernbedienung, dann gehen auch die Töne weg. Gibt mir halt die Möglichkeit für euch, für YouTube, schöne Formate zu drehen, wo das nicht so auffällig ist, dass ich eine Kamera an Bord habe. Also ich stehe nicht die ganze Zeit wie die Babsi jetzt vor mir mit einem Handy und strahle die Leute an, sondern ja, das läuft einfach so ein bisschen unscheinbarer mit. Ich habe im Moment auch ein YouTube-Video am Start. Das heißt Wiesenauftakt. Das hat jetzt ungefähr 2000 Aufrufe. Bei 3000 Aufrufen für all die, die es interessiert, seht ihr, wie der kleine Kubota 3 Tonnen zieht. Genau, wie ich die Kutschen damit mal ohne Pferde quasi bewege. Und ja, da haben wir mal einen Stresstest gemacht. Das wäre, kommt als nächstes dann. Das Video mit das Maß ist voll, das habe ich auch auf diesem Niveau hier gedreht. Das hat jetzt schon 11.000 Aufrufe. Und das ist für YouTube ziemlich gut, weil wir da immer noch so knapp etwas über die 6.000 Follower, da würden wir uns also freuen, wenn wir da noch ein paar Follower mehr reinkriegen würden. Genau, Leute, ist kostenloser Support und bringt uns unglaublich viele Punkte. Können wir unser Heu
selbst mit Finanzieren und so weiter und so fort. Ja, wer Bock hat, fühlt euch herzlich eingeladen. Und dann demnächst seht ihr euch dann auch, wie ich euch das hier am Erzählen bin, wahrscheinlich. Genau. Stop recording. Macht es also sehr, sehr, sehr warm, dieser kleine Ofen hier drin. Jedenfalls ist das die Theorie. Wir hatten es noch nicht ausprobiert. Ich kann euch mal zeigen. Hier, das ist jetzt quasi jetzt von außen, wo das Rohr durchgeführt wird. Da hat der Schwager vom Wischek, Agnieszkas Bruder, der ist Schneider, der hat uns hier das eingepasst. Und dann ist das auch nochmal mit Silikon extra verspritzt. Und wenn ich jetzt keinen Ofen hier installiere, dann ist das Ofenrohr hier logischerweise auch weg und man kann die Klappe zumachen und wenn es regnet, kommt kein Regen rein. Für den Hochsommer zum Beispiel, wenn wirklich warm ist. Und ansonsten halt durch den Ofen wird das hier jetzt zu einem richtigen Ganzjahreszelt. Und ich versuche den noch heute noch in Gang zu kriegen mit dem Julian. Wir müssen jetzt gleich noch eine Runde Heu holen fahren. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann fange ich an und gehe hier dran. Also, wird das Ofenrohr nicht zu heiß fragen? Das ist eine gute Frage, Maskenlady. Also hier dieses Zeug hier, es soll erstmal hitzestabil sein. Ich glaube nicht, dass das sehr hitzestabil ist. Ich denke, dass das einfach ein gutes Stück wegschmuggeln wird. Ungefähr so weit, wie dieser weiße Kreis da drumherum ist, wenn ihr das seht, wird das einfach, also der erste wird wegschmilzen und der zweite wird dann, am zweiten wird es dann stoppen. Ich muss jetzt als nächstes das Ofenrohr hier stabilisieren. Dafür habe ich Schellen, Spezialschellen. Genau, und dann wird das festgemacht, kriegt hier quasi noch ein eigenes Stützbein, dass wenn jetzt Wind kommt, dass das Ofenrohr nicht links oder rechts umkippen kann. Und dass das möglichst hoch kommt, am besten hier über den Giebel, dass wenn Funkenflug ist, dass nicht alles ans Zelt drankommt. Das ist also wirklich eine Tagesaufgabe, da werden wir heute mit anfangen. Und ich hoffe mal, dass wir heute Abend dann so weit sind, dass wir hiermit schlachten können. Da bin ich auch echt gespannt drauf, wie das dann ist. Genau. Ist einfach ein toller gesellschaftlicher Raum, der hier ist, von 3x15, 15 Quadratmeter. Pi mal Daumen. Genau. Und das hat sich schon so oft als sehr sinnvoll erwiesen, so ein großes Zelt zu haben. Und vor allen Dingen geht es auch bei mir darum, dass wenn ich jetzt hier an dem Platz stationär bleiben sollte, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass ja die Massagen und das alles wieder zunehmen wird. Na, also das wird sich schnell rundsprechen, dass ich hier bin und dann wird hier jeden Tag oder so oft wie ich das halt einrichten werde, an den Tagen, an denen ich arbeite, sind mindestens immer so, ich sag mal so zwischen 10 und 20 Klienten dann da. Und damit ich einen guten Ort habe, wo ich die dann mit denen hingehen kann, wo es auch warm ist, bietet sich natürlich an. Und hier, dadurch, dass das Zelt weiß ist, ist es auch schön hell da drin, im Gegensatz zu Nakote. Da ist es ja doch immer recht dunkel, weil die schwarz ist. Ja, du musst auch erklären, warum das ein Thema ist. Warum die schwarz ist? Nee, warum das ein Thema ist, ob die jetzt nur weiß oder schwarz ist. Ja, weil schwarz lässt kein Licht rein, deswegen ist es da dunkler drin. Oder was meinst du? Naja, also mir ist da ich finde, in der Kote kann ich alles sehen, was ich sehen muss. Das ist nicht das Thema. Es ist einfach so, dass die Leute vor einem dunklen Zelt, wenn die keine Erfahrung damit haben, einfach mehr Berührungsängste haben, da reinzugehen, in eine dunkle Kammer, in eine dunkle Höhle, ja, von außen erkennbar, als wie jetzt in so ein helles, leuchtendes Weiß. Das ist einfach so ein Wohlbefinden-Ding für jemanden, der das nicht gewöhnt ist. Der hat das hier leichter wie in der Kote. Wenn das richtig kalt war, am Regnen oder am Schneien war, das Feuer in der Kote, da war noch der Ängstlichste oder die Ängstlichste in die Kote gekrochen. Da haben wir schon mit 20 Leuten in der Kote gesessen. Aber Leute, die Kamera, das ist kein GoPro. Nee, Leute, das hier ist kostenlose Werbung. Das hier ist eine DJI Action 5 Pro Kamera More Power Combo, keine Ahnung, hier sind drei Akkus mit dabei gewesen und ich bin die am
austesten. Also jetzt zum Beispiel nimmt die auf. Ich jetzt sage, stop recording.